Hallo und willkommen zur Folge 49 von Let's Play The Book of Unwritten Tales. In der letzten Folge haben wir hier die erste Prüfung der Krieger bestanden. Mit Mogeln, aber wir haben sie bestanden. Einen Moment mal bitte. Entschuldigt. Mann, ey, irgendwie kitzelt es in der Nase, aber gut. Sie stinksauer. Sie vermutet Betrug, aber die Socken beweisen das Gegenteil. Ich war schon beeindruckt, dass ich die Socken nicht nebenbei noch faken musste, also irgendwie. Das war ich schon sehr beeindruckt. Also ich hätte erwartet, dass ich die noch modifizieren muss, die Socken. Aber gut. Kennt man ja in anderen Spielen. Man muss dann noch das Metermaß manipulieren, aber gut. Hallo Sonnenschein! Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht! Nein, wir führen doch auch. Hallo Sonnenschein! Verschwinde! Okay. Ich doch! Gut. Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Ui, wie funktioniert das? Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen. Ach, wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Mhm. Ich treffe jedes Ziel. Zehn Punkte für Masas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel. Masas trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Wo ist denn Jorge? Also eine Pfeilspitze haben wir, aber natürlich kein... Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Ja, schön. Ja, okay. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Alles klar. Kann ich das irgendwie so... Die Pfanne sieht noch recht gut aus. Auch wenn sie bestimmt schon seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Der Schild einer Galearen-Panzerkröte. Das sind mannshohe Riesenkröten, die hervorragende Rüstungen und Schilde bauen. Mhm. Also irgendwie müssten wir doch hier Lichtstrahlen umlenken können, oder? Hm. Moin. Servus. Hast du einen Bogen und vielleicht zielsuchende Pfeile im Angebot? Ich habe keine Bögen. Und hätte ich zielsuchende Pfeile, hättest du sie längst im Rücken. Mhm. Ich mag keine Unhöflichkeiten. Mhm. Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Hat er auch irgendwann mal irgendwas Sinnvolles für uns? Der Baumstumpf scheint schon länger so dort zu liegen. Er treibt schon wieder aus. Okay, so machen wir uns das. Ist es nicht manchmal erstaunlich, wie alles in der Welt eine Bestimmung zu haben scheint? Wohl wahr. Schon beinahe ein Pfeil. So würde er allerdings nicht geradeaus fliegen. Macht nix. Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Fehlt noch der Bogen. Mm, 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 mm.
Grüße, Fremder. Ah ja. Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Schön. Ich habe einen Pfeil, aber ich brauche noch einen Bogen. Hast du einen? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Hm. Wie ungewöhnlich großzügig. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle. Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Hm. Okay. Mhm. Man läuft sich bestimmt wieder über den Weg. 98 Kupferkessel. Okay. Ist aber komisch, oder? 98, genau die Zahl. Na gut. Moin. Servus. Ich würde gerne Kupferkessel kaufen. Toll. Wie du siehst, habe ich eine breite Auswahl verschiedener Kessel. Ich brauche 98. 98 Kupferkessel? Das wäre nicht gerade billig. Gold spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber haben mehr als genug davon. Verstehe. Ich würde dir wirklich gerne das Gold aus den Taschen ziehen, aber ich habe nicht einmal einen einzigen verdammten Kessel. Schade. Allerdings. Hm. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Okay. Wir fragen mal besser nicht nach. Grüße, Fremder. Kriegen wir jetzt einen Bogen? Ich habe den Krämer nach Kupferkesseln gefragt. Gut. Aber er hat keine 98 Kupferkessel. Natürlich nicht. Warte, bald werde ich deinen Bogen haben. Okay. Gab es da nicht mal so eine Geschichte, in der ein Mann seine Seele an den Teufel verkauft hat? Okay. Kann man den, der Baum ist schon wieder ausgetrieben, okay, klar. Hm. Raus dürfen wir nicht. Was das trifft jedes Mal genau in Gucken wir mal, finden wir hier noch mehr von den Schilden? Muss ich die vielleicht irgendwie polieren? Aber mit was? Mit was? Mit was? Nur mit was? Also ich verstehe schon, ich soll mit den Lichtstrahlen, soll ich Dingsbums blinden, ja. Aber ich verstehe es nicht. Das weiß ich ja, sie trifft immer ein Schwarze. Haben die jetzt mal endlich unseren Bogen? Hey du da, Kapuze! Wo ist mein Bogen? Hier. Yeah. Danke. Warum tust du das? Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Tja. Und wenn schon. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Bogen.
Ich habe jetzt einen Pfeil und einen Bogen. Also gut, dann zeig uns dein Können. Das wird aber lächerlich. Masas hat genau ins Schwarze getroffen. Wie soll ich ihre 10 Punkte überbieten? Indem ich ihren Pfeil spalte vielleicht? Ach, das würde dir nicht helfen. Masas hat einen perfekten Schuss gezeigt. Du kannst höchstens mit ihr gleichziehen. Und was passiert bei Unentschieden? Der Preis wird geteilt. Der Preis ist ein Gnom. Wo ist das Problem? Und jetzt, schieß! Aber wir sind doch, wir liegen doch schon in der vorne. Und jetzt? Du hast beliebig viele Versuche, besser zu schießen als Masas. Solange Masas keinen Fehler macht, kann ich diesen Wettkampf nicht gewinnen. Ich muss mir da etwas einfallen lassen. Ja. Finden wir hier irgendwie irgendwas? Dam 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 da 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 da. Hallo, ich... Ich habe die 98 Kupferkessel. Tatsächlich? Lass uns über den Preis sprechen. In Ordnung. Ich sag meinen Auftraggebern, dass die Ware verfügbar ist und lasse sie schon mal ein paar Säcke Gold schicken. Sollte sich ehrliche und harte Arbeit endlich wieder lohnen? Dir ist klar, dass ich dich mit einem Betrug nicht durchkommen lassen würde? Ja, nee, das ist klar. Irgendwie scheinst du rein gar nichts Sinnvolles zu verkaufen. Was soll ich tun? Meine Lieferanten sind tot und liefern nicht mehr pünktlich. Aber also, irgendwas Sinnvolles musst du doch verkaufen können. Mal sehen. Ich habe einen Verkleinerungsring. Mach 2 Haufen Gold. Etwas Feuerwasser. Oder hier, ein magischer Stein. Was tut er? Er zieht Metalle aller Art an. Ah. Du meinst einen Magneten? Nein, er ist ein magischer Stein. Schwerter, Ketten, Pfeile. Alles zieht er an. Ui, magisch. Wie viel kostet dieser magische Stein? 3 Säcke Silber und 2 kleine Haufen Gold. Ja. Das ist doch lächerlich. Solche Steine liegen nicht einfach in der Gegend herum. Doch. Ich schlage ein kleines Spielchen vor. Ein Spiel? Was für ein Spiel? Keine Ahnung, aber wenn ich gewinne, bekomme ich den Stein. Und sollte ich gewinnen? Dann bekommst du mein magisches Kriegerset. Unverschämtheit! Ein magisches Kriegerset? In Ordnung, aber ich lege die Regeln fest. Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 100 aus. Ich passe. Aber wieso denn? Du kannst doch nicht erwarten, dass ich in einem Spiel mitspiele, in dem ich verlieren kann. Ich bin Geschäftsmann. Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Eigentlich nichts. Doch, das hätte ich trotzdem gern. Viel sogar. Wegen des magischen Steins. Hast du es dir anders überlegt? Willst du ein Spielchen wagen? Nein, danke. Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Wenn du meinst. Also der ist ja, vielleicht muss ich auch gar kein Licht umlenken, sondern... Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Masas! Verdammt! Schade! Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen.
Marsas hat gewonnen. Irgendwie ging das schon relativ gut, aber... Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Marsas. Schauen wir mal. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Pass doch auf! Marsas hat gewonnen. Okay. Das geht schon. Dann knallt er hier gegen, dann dagegen. Ja, ich muss ja mal ein bisschen austarieren. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Marsas. Ja, ja, wissen wir ja alles. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Wir brauchen unbedingt den magnetischen Stein, weil dann können wir ihren Pfeil ablenken. Pass doch auf! Marsas hat gewonnen. Okay, gucken wir nochmal. Wir müssen ja uns langsam rantasten. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Marsas. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Schieß. Pass doch auf! Marsas hat gewonnen. Das war vorher besser, okay. Oder vielleicht geht's ja doch so. Dann das. Und das Ding hier mehr zu uns. Und nochmal. Und ja, ich weiß, dass das mehr ausprobieren ist als wirklich berechnen. Versuchen wir es nochmal. Aber natürlich ist es das. Ja, ja, die können das mal machen. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Marsas hat gewonnen. Das war aber schon nicht schlecht, oder? Also ich meine, es schien mir jetzt nicht so schlecht gewesen zu sein. Versuchen wir es nochmal. Ja, ja. Ehrenvolle Marsas. Uns egal. Mach einfach. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Nicht einmal das. Links. Pass doch auf! Ne. Marsas hat gewonnen. Vorher war es besser. Boah. Sowas aber auch. Ne. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ja. Das geht doch schief.
Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Pass doch auf! Marsas hat gewonnen. Marsas trifft jedes Mal. Das ist ja die letzte Versuchen wir es nochmal. Ja, geht ja nicht. Ehrenvolle Marsas! Ich hoffe, das ist es. Verdammt! Schade! Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Oder ist das witzlos, weil sie noch zu gut geschossen hat jedes Mal? Pass doch auf! Marsas hat gewonnen! Ist das so, ja? Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Marsas. Oh Mann, schon 21 Minuten. Aber verdammt. Hilft ja nichts. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Wir sind gespannt. Pass doch auf! Marsas hat gewonnen. Okay. Vielleicht mehr so. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Marsas. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Eine ungewöhnliche Technik. Aber auch der Mensch hat 10 Punkte. Unentschieden. Nimmst du das Ergebnis an? No. Nein, tue ich nicht. Ich will Wilbur an einem Stück. Gut, dann haben wir das wenigstens geregelt. Und jetzt müssen wir in der nächsten Folge nur noch das Problem mit Marsas Ziel. Treffsicherheit beheben. Aber ich würde sagen, das seht ihr auch wirklich dann erst in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.